Du darfst zu mir kommen. Kommst du zu mir? Also Sie sehen hier den ältesten Traktor, der noch erhalten ist in Deutschland. Es ist ein Bergmann aus dem Werk Gaggenau, das später Daimler-Benz-Werk war. Ein Vierzylindermotor mit 6,8 Liter. Die Firma Bergmann hatte ursprünglich PKWs und LKWs produziert und hat sich dann nach der Jahrhundertwende versucht, einen Traktor zu bauen. Und das ist ein Einzelexemplar, das gebaut wurde von Bergmann. Es ging dann nicht in irgendwelche Serie, denn in Deutschland war zu der Zeit einfach der Markt noch nicht da für Traktoren. In Amerika war zu der Zeit schon Hochkonjunktur. Da waren schon tausende Traktoren im Einsatz. In Deutschland ging noch alles mit Pferd und Ochse. Also hier Versuchstraktor von der Firma Bergmann. Den können wir jetzt auch mal laufen lassen, damit man mal sieht, wie das Ding läuft. Sie sehen also hier einen von vielen Traktoren, die Sie alle im Traktormuseum Bodensee bewundern können. Dort sehen Sie ungefähr 200 Raritäten, Traktoren, die man normalerweise auf den Traktortreffen nicht sieht. Deshalb herzlich willkommen im Traktormuseum Bodensee.